Ja, und auch da heisst herzlich willkommen bei Uncharted The Lost Legacy. Ich bin immer noch Kuhnmann Let's Play. Oder einfach der Kuhnmann, wie du möchtest. Ja, und was ist passiert? Wir sind dann einen Schritt weitergekommen. Sind da runtergehüpft. Haben den Kopf begutachtet. Da, und dann... Dann sind wir da abgesprungen. Oder umgekehrt. Oder kommen wir da her? Also ich weiß ja mich gar nicht, hey, ich sag das. Nochmal, da kommen wir her. Gut, sehr gut gemacht. Profi. Ah, das ist wieder da mit dem Schatz. Da haben wir. Ja, sorry. Anfangsschwierigkeiten. So. Also, gehen wir da rauf. Und da gibt es wieder einen Schwingete. Oh, Mist. Hier waren wir gerade. Ziel auf den Vorsprung über den Fällen. Ah, sehr gut. Alles klar. Dann machen wir das Spiel nochmal. So. Ja, und ich hoffe, auch du hast einen guten Tag heute. Ich bin da ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich spüre langsam, wie meine Gesundheit ja an Anschlag kommt. Also. So. Dann mal los. Hier geht's lang. Gehen wir da rauf. So, Schritt für Schritt. Ey, und ich sage einfach, ja, ich sage es sicher in jeder Sendung, aber hey, es ist einfach so genial gemacht, das Spiel, und ich bin dankbar. Dankbar, dass die Naughty Dogs sich da nochmal Zeit genommen haben und so ein fabelhaftes Game für uns alle da gemacht haben. So, rauf mit dir. Da rüber. Oh, oh, ich habe gerade etwas gesehen. Muss mal schauen, wie schön. Es wird immer beeindruckender. Das würde ich auch sagen. Schau dir das mal an. Falls noch jemand Bedenken hatte, dass das Belur war. Herr Shiva. Und Nandi. Und das ist wohl Ganesha. Bevor er seinen Elefantenkopf bekommen hat. Möglich. Könnte auch Katekea sein. Shivas älterer Sohn. Der Hindu-Gott des Krieges. Sie haben wohl verschiedene Wege gewählt. Schatz. Schatzalarm. Wo ist er? Da kann er nicht sein. Wo ist der Schatz? Ja, eben. Und bei mir vibriert natürlich dann immer, wenn so ein Schatz verdammt, in der Nähe ist. Der Eingang wurde gesprengt. Das muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Ah, doch da. Immer wenn ein Schatz in der Nähe ist, wir haben ja das schöne Armband befreit da. Mit diesen 11 Münzen. Und immer wenn ein Schatz in der Nähe ist, haben wir ja, es vibriert dann alles und so, und du merkst das relativ gut. Nützlich. Sie wollen also. Uns aufhalten. Ja. Also, da ist zu, hä? Da einer gibt's nicht. Dann müssen wir jetzt einen anderen Weg finden, da, um da reinkommen, hä? Was siehst du? Was machst du da?
Ah, schau, da hat es nochmal einen Eingang. Sehr schlau. 3. So, hopp. Gehen wir schauen. Hier drin, Nadine. Schmeckt lecker. Krass. So. Und da kommen wir runter. Also, und einen Schatz haben wir auch noch in der Nähe, ja? Suchen wir... Shit! Schon wieder blockiert. Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Was ist das hier? Ein Bad? Oder ein Brunnen? Vielleicht beides. Also, Schatz, geht's mir definitiv da hinten nach. Gehen wir schauen. Also, da kann man tauchen. Das sieht gut aus. Aber ich will zuerst den Schatz haben. Da. Gut. Also, jetzt haben wir ja gesehen, dort ist zu. Da können wir tauchen, dann würde ich mal behaupten. Wird das aus dem Weg sein, he? Wasserreservoir. Und irgendwo ist wieder ein Schatz. Schauen wir mal da. Da hinten. Ich weiß, da ist irgendwo einer. Ich spüre es. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da, immer wenn ich da durchlaufe, spüre ich es. Ich will die Geschichte nicht unnötig in die Länge ziehen. Ah, sieh mal, die Königin und ihre Zofen. Das war wohl das königliche Bad. Zur Abwechslung mal Statuen von Frauen. Dabei waren die Frauen bei den Hoysala eine wichtige Rolle. Vor allem die Königinnen. Kein Wunder, wenn die Könige und Männer ständig irgendwo kämpfen. Sie kümmerten sich auch um die schönen Künste. Poesie, Musik und sowas. Belur gehörte sozusagen ihnen. Ich sehe wirklich nicht, wo der Schatz sein könnte. Ja, noch, gehen wir weiter. Was um Himmels Willen ist das? Was ist das? Alte Kanada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist
das eine Bibliothek? Sieht so aus. Krass. Es ist einfach wunderschön gemacht. Ich weiß, ich habe hier nicht den Punkt schon gesehen, aber da hat es noch so viele Punkte zum Anschauen. Sieht wie eine Trommel aus. Das ist eine Trommel. Die bewahren hier alles Mögliche auf. Also Trommeln. Eine Sita? Vina. Eine entfernte Verwandte der Sita. Vielleicht gab es hier Aufführungen. Fraser, hier drüben. Wow. Wo ist er? Ich höre wieder einen Schatz. Was haben wir hier? Weihrauch oder Kräuter? Das ist schnell. Heieiei. Also, ich sage das eben, ich den Schatz einfach nicht gesehen, weil ich wieder mal blind bin. Keine Ahnung. Ah, da im Ecke. Heieiei. So klein. Was ist ein Strahl? Da. Nochmal eine. Das haben wir, glaube ich, aber alles, he? Ja, sehr gut. Also, schauen wir mal. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Wahnsinn, oder? Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Ah, krass. Schau jetzt mal. Eis fehlt. Wahnsinn.
Dad war hier. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist. Asaf darf den Stoß zwar nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Und das Ganesha nicht. Oh. Gut, dass ich das dabei habe. Also. Weiter geht's, in dem Fall. Ja, hier durch. Diese Pracht. Und niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir dahin? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja. Jetzt muss man da sehr wahrscheinlich wieder mal irgendwo einen Weg zum Klettern finden, könnte ich mir noch vorstellen. Ist ziemlich also, hoch. Dort hin, ja. Aber es sieht tief genug aus. Jump to jump jump. Also, da kann man nie hinziehen, glaube ich. So. Was ist das für ein Punkt gewesen? So, komm. So, knapp. Sehr knapp ist das gewesen. So, da hinten liegt doch sicher wieder ein Schatz. Eben, gell. Habe ich doch gedacht, hey, danke für deine Zeit, dass du ja, dass du da schaust. Ich hoffe, es passt dir auch, es gefällt dir auch. Ich habe einen ganzen Haufen grosse andere Projekte noch planen für dich, damit wir da ja, sicher auch in Zukunft ganz eine lässige Zeit haben. Und das spiele ich da. Ich möchte mich natürlich entschuldigen, wenn es immer mal wieder so Schweigephasen gibt. Weil es ist einfach so spannend und so faszinierend, da durch die Landschaft zu klettern. Ja. Und. Da kommen wir wieder rein. Alles klar. Also, jetzt müssen wir dort überspringen, hä? Gut. Danke fürs Vorgehen. Gern geschehen.
So. Das nächste Foto. Schon Wahnsinn. Hey, alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Ja. Oh mein Gott! Was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Flugscheißer! Lustig. Sehr lustig. Also mit dem hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Eben, und ich muss auch sagen, sie legen da wirklich einen fabelhaften Humor am Tag. Sehr gut gemacht. So, und nochmal. Wo ist sie? Bereit? Ich hab dich im Auge. Da ist sie. Gut, also. Ist ziemlich eng hier. Oh, hallo. Was für eine hübsche Stadt. Es ist einfach wunderbar. So, jetzt sind wir da oben, ja? Wir können rüberschwingen. Dann würde ich sagen. Ja, komm. Ja, und. Wenn das kein guter Platz ist, um zu sagen, hey, bis morgen, dann weiß ich auch nicht. Aber Indien, das ist eine Reise wert, so wie es aussieht. Aber ob man so keine Tempel noch erforschen kann oder finden kann als Tourist. Naja, ich frage mich da. Aber egal. Hey, schön bist du da gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Like, ein Abo. Es ist gratis übrigens. Und ja, wenn du Lust hast, irgendwie erzähl es doch auch weiter. Tu das Video teilen auf Facebook, weil hey, es gibt noch ganz einen Haufen und ganz viel mehr als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Danke fürs Einschalten bei Kuhnmann. Let's Play auf Schweizerdeutsch. Ciao.